Wir kommen nun zur Fragestunde. Ich rufe auf die Frage 934, Frau Kollegin Geis. Ich frage die Landesregierung, wie erklärt sie, dass die gesamten Baukosten für die Ortsentlastungsstraße L3040 als Landesstraße von der Stadt Ginsheim-Gustavsburg vorfinanziert werden müssen und erst ein Jahr nach Fertigstellung der Straße eine für den Zeitraum von 15 Jahren angesetzte Rückzahlung in Raten durch die Landesregierung beginnt? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Geis, weil genau dies Gegenstand des zwischen der Stadt und dem Land im Jahr 2006 abgeschlossenen Vertrags ist. Zusatzfrage, Frau Kollegin Geis. Vielen Dank, Herr Minister, für diese Antwort. Aber warum finanziert die Landesregierung nicht direkt den Bau der Straße, sondern lässt ihn von den ohnehin verschuldeten Kommunen vorfinanzieren? Herr Staatsminister. Frau Abgeordnete Geis, bei der Ortsentlastungsstraße im Zuge der L3040 handelt es sich um eine Maßnahme des hessischen Kommunalinteressenmodells. Dieses Programm hatte der Hessische Landtag mit Mehrheit auf Initiative der damaligen Landesregierung mit der Verabschiedung des Landeshaushalts für das Jahr 2000 beschlossen. Es ermöglichte den Kommunen die Vorfinanzierung ansonsten vom Land nicht zeitnah finanzierbarer Ortsumgehungen. Die Stadt Ginsheim-Gustavsburg hat im Jahr 2006 mit dem Land Hessen im Rahmen dieses Modells einen Vertrag abgeschlossen, in dem die Vorfinanzierung durch die Kommune der zentrale Bestandteil ist. Ich füge hinzu, nach allem, was mir vorliegt, gibt es inzwischen auch eine Einigung mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Groß-Gerau. Zusatzfrage, Frau Abg. Geis. Wann beginnt denn der Bau der Ortsentlastungsstraße? Herr Staatsminister Al-Wazir. Also nach meinen Unterlagen gibt es eine Zusage des Landkreises Groß-Gerau, dass eine solche Verpflichtungsermächtigungen jetzt im Haushalt der Gemeinde Ginsheim-Gustavsburg eingestellt werden dürfen. Ich füge ebenfalls hinzu, die Ginsheim-Gustavsburg ist eine Kommune, die sehr hohe Kassenkredite hat. Und vielleicht, wir haben ja morgen die erste Lesung der Hessenkasse, wird auch dieses dazu beitragen, dass sich die finanzielle Situation von Ginsheim-Gustavsburg noch weiter verbessert. Und wenn das alles so beschlossen ist und die Verträge dann gemacht sind, gehe ich davon aus, wenn dann Vorplanungen und sozusagen Planungen funktionieren, dass ein Baubeginn nicht vor 2020 stattfindet. Das war aber auch genau der Wunsch der Stadt. Ich rufe auf die Frage 935, Frau Abgeordnete Schott. Wurden in den Jahren 2016 und 2017 vom Land Hessen oder von landeseigenen Betrieben auf land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen glyphosathaltige Mittel eingesetzt? Frau Staatsministerin Hinz. Frau Abgeordnete Schott, im Bereich des Hessischen Staatswaldes wurde mit Erlass vom 8. Februar 2016 der Einsatz glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel grundsätzlich untersagt. Ausnahmen gibt es eine einzige. Im Forstamt Groß-Gerau wurde der Einsatz von Glyphosat befristet zugelassen. Zur Sicherung der im Planfeststellungsbeschluss zur Erweiterung des Flughafens Frankfurt festgelegten Ausgleichsmaßnahmen wird auf Staatswaldfläche die spätblühende Traubenkirsche mit glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln zurückgedrängt. Das ist eine vertragliche Gestaltung zwischen Fraport und Hessenforst seit längerer Zeit. Das konnte noch nicht beendet werden. Auf den verpachteten landwirtschaftlichen Domänen wird bei ökologischer Bewirtschaftung kein Glyphosat eingesetzt.
die Verpachtung, Neuverpachtungen von Domänen, landwirtschaftlichen Domänen werden für Landwirte, die ökologische Bewirtschaftung vorsehen, auch entsprechend gemacht. Also nur die kommen noch in Frage. Auf anderen Höfen darf Glyphosat im Rahmen der guten fachlichen Praxis eingesetzt werden. Wir haben aber ergänzend am 12. September 2016 einen Erlass an die domänenfiskalischen Pächterinnen und Pächter gesandt mit dem Betreff Einschränkung des Pflanzenschutzeinsatzes, insbesondere des Wirkstoffs Glyphosat auf landeseigenen Grundstücken. Da heißt es, ich zitiere, da der Domänenfiskus eine Vorbildfunktion für andere Betriebe einnimmt, werden Sie hiermit gebeten, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln so weit wie möglich zu reduzieren und gemäß Pflanzenschutzgesetz auf das notwendige Maß zu beschränken. Auch wenn dies betriebsindividuell sehr verschieden möglich sein wird, so sollten gleichwohl und verstärkt alle Anbau- und kulturtechnischen Möglichkeiten, Fruchtfolge, Saat- und Pflanzzeitgestaltung, resistente Sorten und anderes, die mechanisch-thermischen Verfahren und soweit verfügbar auch biologische und biotechnische Maßnahmen geprüft, in das Anbaukonzept einbezogen und berücksichtigt werden, ehe weiterhin chemische Pflanzenschutzmittel auf domänenfiskalischen Flächen eingesetzt werden. Dahingehend werden die Pächterinnen und Pächter auch beraten. Zusatzfrage, Frau Schott. Frau Ministerin, können Sie bitte sagen, welche der Domänen noch konventionell bewirtschaftet werden und welche schon ökologisch? Ich werde schriftlich nachreichen, Frau Abgeordnete. Das habe ich nicht dabei. Und noch eine Zusatzfrage, Frau Kollegin Schott. Ich bin dabei. Bitte auch sagen, in welchem Verhältnis flächenmäßig das zueinander steht. Also nicht nur die Namen der Domänen, sondern dass man ein Gefühl dafür kriegt, der Größenordnungen. Vielen Dank. Dann rufe ich auf die Frage 938, Herr Abgeordneter Degen. Ich frage die Landesregierung, wie unterscheiden sich unterrichtsunterstützende sozialpädagogische Förderung, USF, unterrichtsbegleitende Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkräfte, U-Bus und Schulsozialarbeit in ihrer Konzeption und Zielrichtung? Herr Staatssekretär Dr. Lösel. Herr Abgeordneter Degen, vielen Dank für die Fragestellung. Und Herr Merz, Sie haben recht. Es muss natürlich bei so einer Fragestellung einen Moment länger dauern. Der U-Bus-Erlass wird im Amtsblatt Februar veröffentlicht und gilt damit ab dem 1. Februar 2018 als Erweiterungserlass zur Richtlinie für unterrichtsunterstützende sozialpädagogische Förderung, USF, die seit dem 1.8.14 in Kraft ist. In der USF-Richtlinie werden landesseitige Aufgaben in vier Bereichen beschrieben, die von sozialpädagogischen Fachkräften wahrgenommen werden können. Diese Aufgabenbereiche sind erstens Beratung unter anderem von Eltern und Lehrkräften, zweitens sozialpädagogische Gruppenarbeiten, Projekte und Arbeit mit Schulklassen, drittens innerschulische und außerschulische Vernetzung, viertens offene Angebote für alle Schülerinnen und Schüler. Zielsetzung hierbei ist die Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in den genannten Bereichen, damit deren Fähigkeiten stärkenorientiert gefördert werden, um im Unterricht und beim Lernen besser zurechtzukommen. In Erweiterung der USF-Richtlinie und auf deren Grundlage ist der Erlass zur unterrichtsbegleitenden Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkräfte, der U-Bus-Erlass, erarbeitet worden. Er nimmt die in der USF-Richtlinie genannten landesseitigen Aufgaben auf und listet zusätzlich weitere mögliche Aufgabenfelder von sozialpädagogischen Fachkräften auf, die besonders für die Arbeit in den Grundschulen wichtig sein können.
Im U-Bus-Erlass sind 7 Einsatzmöglichkeiten von U-Bus-Kräften aufgeführt. Davon entsprechen die ersten 4 Punkte denen des USF-Erlasses, sind hier aber für Grundschulen spezifiziert. Ich wiederhole noch mal: erstens Beratung, zweitens sozialpädagogische Einzel- und Gruppenarbeiten, Projekte und Arbeit mit Schulklassen, drittens inner- und außerschulische Vernetzung und viertens offene Angebote für alle Schülerinnen und Schüler. Neu sind 3 Aufgabenfelder. Erstens die Unterstützung von einzelnen Lehrkräften, zweitens die Unterstützung von Lehrkräfteteams und drittens weitere Aufgaben. Das sind zum Beispiel die Betreuung in einem Rückzugsraum oder der Aufbau einer Willkommenskultur für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger. Oder zum Beispiel auch die Unterstützung der Koordination der pädagogischen Mittagsbetreuung. Das übergeordnete Ziel bei den Aufgaben nach dem U-Bus-Erlass ist, die Lehrkräfte in der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit entsprechend ihrer sozialpädagogischen Profession zu unterstützen. Nun zum dritten Bereich, den Sie ansprechen. Die Jugend- bzw. Schulsozialarbeit im Auftrag der Kommunen kümmert sich auf der Grundlage der Sozialgesetzgebung nach SGB 8 speziell um die individuelle Situation von Schülerinnen und Schülern und ihrer Familien, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Dazu sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, welche die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration fördern. Die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter arbeiten grundsätzlich nicht im Unterricht, sondern außerhalb des Unterrichts. Dies kann beispielsweise in Form von Beratung und Begleitung von Jugendlichen, Gruppenarbeit, Vernetzung mit anderen Einrichtungen und Diensten oder Zusammenarbeit mit und Beratung von Lehrkräften und Erziehungsberechtigten erfolgen. Die Abgrenzung zwischen den Einsatzfeldern und dem Selbstverständnis der Schulsozialarbeit und den sozialpädagogischen Fachkräften USF oder U-Bus liegt in den unterschiedlichen Aufgaben und Zielsetzungen. Abschließend: Es wird sowohl in der USF-Richtlinie als auch im U-Bus-Erlass ausdrücklich eine Zusammenarbeit der verschiedenen Fachkräfte begrüßt. Wörtlich steht drin, sie sollen jeweils vor Ort angestrebt werden. Auf der Grundlage des U-Bus-Erlasses stellt das Land Hessen ab Februar 2018 zunächst für die Grundschulen 400 unbefristete Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte an Schulen zur Verfügung und ab 1. August 2018 werden dann weitere 300 Stellen auch für die weiterführenden Schulen zur Verfügung gestellt. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Habe ich Sie dann richtig verstanden, dass im Grunde die Aussage, das Land würde zum 1.2. bzw. zum Sommer 400 bzw. 300 Stellen für Schulsozialarbeit schaffen, dass man diese Aussage zurückweisen müsste? Herr Staatssekretär Dr. Lösel. Können Sie es noch einmal wiederholen, bitte? Die Frage ist, dass man nach Ihren Ausführungen eben die Aussage, die ich mehrfach schon gehört habe, dass das Land zum 1.2. 400 und dann zum Sommer 300 Stellen für Schulsozialarbeit schaffen würde, dass man diese Aussage zurückweisen muss. Herr Staatssekretär. Na, ich hatte das Datum akustisch nicht verstanden, deswegen noch einmal die Nachfrage. Vielen Dank. Es werden zum 1.2. 400 unbefristete Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte zugewiesen. Und es werden zum 1.8. 300 Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte in weiterführenden Schulen zugewiesen. Das haben wir immer so gesagt. Dabei bleibt es auch. Zusatzfrage, Herr Kollege Merz. Wer fällt denn nach Ihren Erlassregelungen unter dem Begriff der sozialpädagogischen Fachkraft? Herr Staatssekretär Lösel. Auch das ist im Erlass
ausreichend definiert. Ich gehe mal davon aus, Herr Abgeordneter Merz, dass Ihnen der Erlass vorliegt. Wir wollen eins, wenn eine Schule eine Person hat, mit der sie schon sehr lange sehr gut kooperiert, und ich glaube, solche Fälle sind Ihnen auch bekannt, die aber nicht ein Diplom hat oder einen Abschluss als Sozialpädagoge, dann wollen wir nicht dieser Schule sagen, du darfst diese Lehrkraft, die beispielsweise eine Ausbildung als Erzieher hat, nicht übernehmen, wenn sie vielleicht seit 10 Jahren erfolgreich an dieser Schule arbeitet. Ich gehe davon aus, dass Sie das auch nicht wollen. Herr Degen hat noch eine Zusatzfrage. Bitte schön. Vor dem Hintergrund, dass ich gerade heute eine Meldung gelesen habe, dass eine Kita, glaube ich, in Offenbach aufgrund des Erziehermangels nicht ihren Betrieb so ausbauen kann, wie sie das will, Herr Staatssekretär, gehen Sie davon aus, dass Sie die Personen, die Sie für diese neuen Stellen, Sie sagten eben selbst, es könnten Erzieherinnen und Erzieher sein, dass Sie diese auch auf dem Markt finden werden? Herr Staatssekretär Dr. Lösel. Die Erzieher, Herr Abgeordneter Degen, sind ein Beispiel, das ich genannt habe. Grundsätzlich gehe ich natürlich davon aus, dass wir das Personal finden, sonst hätten wir diesen Erlass nicht in die Welt gesetzt. Eins ist doch klar, und das ist Ihnen sicher auch bekannt, was wir hier machen. Diese Bereitstellung von 700 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, das ist eine Maßnahme, die sich Lehrerinnen und Lehrer seit Jahrzehnten wünschen. Ich bin sehr froh und dankbar, dass wir den Grundschulbeirat eingerichtet haben, dass dort sehr starke Persönlichkeiten uns beraten. Und die Prio 1 für diese Kolleginnen und Kollegen war, wir brauchen an unseren Schulen Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, sozialpädagogische Fachkräfte. Und genau diese Maßnahme haben wir umgesetzt. Haben Sie sich gemeldet? Zusatz, meine Damen und Herren. Das ist bis jetzt eine reine Fragestellung. Ich warte noch einen Augenblick. Frau Kollegin Hartmann, Sie haben das Wort. Eine Zusatzfrage. Beabsichtigt die Landesregierung, die Studienplätze für sozialpädagogische Fachkräfte zu erhöhen, um dem zusätzlichen Bedarf auch Rechnung zu tragen? Herr Staatssekretär. Diese Maßnahme ist im Moment nicht geplant. Jetzt lassen Sie uns doch einfach mal abwarten, wie dieses Schuljahr verläuft. Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Stellen besetzt werden können. Meine Damen und Herren, die nächste Frage. Es erschöpft die Zahl der Fragesteller für diese Frage. Noch einmal zur Erinnerung, 2 Fragen der Fragesteller und 2 Fragesteller andere Fragesteller. Das ist ja auch nicht unbedingt neu. Jetzt hat die 939 niemand, deswegen, weil wir sie aufrufen mit Top 54, nur damit Sie das wissen. Herr Kollege Krüger hat die Frage 940. Bitte schön, Herr Krüger. Ich frage die Landesregierung, für wann plant sie, den Bahnhof in der Gemeinde Sinn barrierefrei zu gestalten? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Krüger, Eigentümerin der Verkehrsstationen und damit Bauherrin barrierefreier Modernisierungsmaßnahmen ist nicht die Landesregierung, sondern die DB Stationen Service AG, eine zu 100% im Besitz der Bundesrepublik Deutschland befindliche Gesellschaft. Ich füge das nur deshalb hinzu, weil Sie ja fragten, wann die Landesregierung plant, den Bahnhof barrierefrei zu gestalten. Die Landesregierung betreibt keine Bahnhöfe. Die DB Stationen Service ist damit zuständig für die Durchführung von Planungen. Für die Finanzierung werden DB Stationen Service vom Bund im Rahmen von Finanzierungsvereinbarungen oder Sonderprogrammen Mittel zur Verfügung gestellt. Beispielsweise hat der Bund im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms den barrierefreien Ausbau von kleineren Bahnhöfen gefördert. Und dann kommen wir ins Spiel, für die das Land Hessen die Komplementärfinanzierung übernommen hat und damit zur Hälfte mitfinanziert. Die Benennung der Vorhaben für dieses Programm erfolgte auf der Grundlage der Vorschläge der Verkehrsverbünde
und der DB Stationen Service AG. Da für die Station Sinn noch keine Grundlagenplanung vorlag, konnte sie nicht in das Programm aufgenommen werden. Die Finanzierung der Stationen außerhalb des genannten Sonderprogramms erfolgt über die sogenannte Rahmenvereinbarung von DB Stationen Service mit den Verbünden und dem Land Hessen. Darin ist für jedes Einzelvorhaben eine Mischfinanzierung aus Bundes- und Landesmitteln sowie Mitteln der ÖPNV-Aufgabenträger geregelt. Die Station Sinn ist für die Aufnahme in eine Folgevereinbarung oder in ein Sonderprogramm des Bundes vorgesehen, sobald dieses eingerichtet ist. Oder eingerichtet wird, muss man sagen. In Vorbereitung hierfür wurde seitens des zuständigen Aufgabenträgers für den ÖPNV, das heißt die kommunale Gebietskörperschaft, in gemeinsamer Aufgabenwahrnehmung mit dem zuständigen Verkehrsverbund eine Voruntersuchung beauftragt. Gegenstand der Untersuchung, die im zweiten Quartal 2018 vorliegen soll, ist die Prüfung der Möglichkeiten der barrierefreien Erschließung und Zugänge zum Bahnhof. Sobald die Ergebnisse der Machbarkeitsuntersuchung vorliegen, können die weiteren Abstimmungen für die Aufnahme in eine Folgevereinbarung erfolgen. Zusatzfrage, Herr Kollege Krüger. Ist der Landesregierung bekannt, dass der Haltepunkt im Ortsteil Sinn noch nicht einmal einen Bahnsteig für eine Fahrtrichtung besitzt? Staatsminister Al-Wazir. Herr Abgeordneter Krüger, der Bürgermeister hat uns angeschrieben und wahrscheinlich hat er es Ihnen in Kopie geschickt, damit Sie auf die Idee zu kommen, mir hier eine Frage zu stellen. Insofern ist mir die Situation bekannt, dass der Bahnhof, der Haltepunkt, nicht in einem Zustand ist, der meinen Vorstellungen eines modernen und barrierefreien öffentlichen Personennahverkehrs entspricht. Das stimmt. Das ist nicht gut, wie es da ist. Aber nochmal, das ist nicht unser Bahnhof. Was wir machen ist, dass wir die Gebietskörperschaften einerseits, das sind ja die Aufgabenträger im Nahverkehr und die Verbünde andererseits, dass wir die ermuntern und auch unseren Teil dazu beitragen, wenn sie so wollen, auf Vorrat zu planen. Und wenn der Bund dann ein Sonderprogramm auflegt, wovon ich ausgehe, dass bald mal wieder eins kommen wird, dann haben wir fertige Planungen in diesem Bereich, wenn die Kommunen und die Verbünde sozusagen sich vorbereitet haben. Und dann kann man dementsprechend dann auch fertige Projekte liefern. Ich hatte das Zukunftsinvestitionsprogramm angesprochen. Hessen hat dort die meisten Stationen aller Bundesländer ins Programm unterbringen können, weil wir fertige Planungen hatten. Und insofern hoffe ich, dass DB Stationen Service und der Bund an diesem Punkt genau sozusagen diese Sonderprogramme auflegen, von denen wir ausgehen. Und wir sind dann auch jeweils bereit, unseren finanziellen Anteil zu leisten. Aber wie gesagt, die Planung selbst muss vorliegen. Und am Ende müssen Bund und Bahn in dieser Richtung aktiv werden. Dann gehen wir auch gerne mit. Aber ganz alleine können wir es nicht machen, weil es halt nicht unsere Bahnhöfe sind. Weitere Zusatzfrage, Herr Kollege Krüger. Gesehen. Mal abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, dass es ja nicht schlecht ist, wenn Bürgermeister und Landtagsabgeordnete in intensiven Austausch miteinander stehen. Stimmt die Landesregierung mir denn zu, dass die Situation des Fehlens eines Bahnsteiges mit der Folge, dass dort die Menschen quasi auf die Gleise aus- und einsteigen müssen, eine besondere Dringlichkeit von Baumaßnahmen unterstreicht? Herr Staatsminister. Ich habe nicht kritisiert, dass Sie mit Bürgermeistern reden. Das erwarte ich eigentlich von allen Abgeordneten. Ich glaube, die meisten machen es auch. Ich wollte an dieser Stelle auch noch einmal ausdrücklich sagen, ich habe ja gesagt, die Situation, die wir haben, ist nicht gut, weil wir wirklich ein großes Problem haben. Einerseits haben wir noch viele, viele kleine Haltepunkte. Deswegen sind wir manchmal bei der Prozentberechnung, wie viel Prozent aller Haltepunkte in Hessen barrierefrei sind, vergleichsweise schlecht. Das liegt aber daran, dass wir teilweise noch Haltepunkte haben, wo in anderen Bundesländern die Schienenstrecken schon längst stillgelegt sind. Insofern muss man an dieser Stelle sagen, haben wir noch viele Haltepunkte, gerade im ländlichen Raum. Wir wollen, dass die barrierefrei werden. Wir haben im Spitzengespräch mit der Bahn
noch mit Herrn Grube uns darauf geeinigt, dass die Bahn an dieser Stelle aktiver werden muss. Aber, wenn ich das mal so sagen darf, der Bund ist da nicht immer nur hilfreich. Sie kennen vielleicht die Debatte um die Bahnsteighöhe in Treisa, wo man eine fertige Planung hatte, auch schon eine Aufnahme in ein Förderprogramm des Bundes. Und dann fällt denen nachträglich ein, dass sie die Bahnsteighöhe verändern wollen. Und wir fangen wieder von vorne an. Das sind so Beispiele, wo ich glaube, dass es dringend angezeigt ist, dass DB Station und Service, aber auch die Bundesregierung an dieser Stelle das mehr zu ihrer Aufgabe machen und sich darüber Gedanken machen, wie wir da schneller werden können. Aber Sie wissen vielleicht, dass der neue Vorstandsvorsitzende von DB Station und Service, der vielen hier im Hause bekannte Herr Gatzer ist, der vorher Staatssekretär im Bundesfinanzministerium war, wenn der bei DB Station und Service jetzt so arbeitet, wie er im Bundesfinanzministerium gearbeitet hat, dann wird es schneller. Keine weitere Zusatzfrage? Ah, Frau Schott, das ist aber das falsche Knöpfchen da. Ich habe nämlich hier einen roten Punkt bei Herrn Schaus. Ist ja egal, wer von euch jetzt den roten Knopf hat. Gell? Bitte schön, Frau Schott. Herr Minister, jenseits der Frage des behindertengerechten Ausbaus sind Sie auch im Dialog über den baulichen Zustand vieler Bahnhöfe im ländlichen Raum und den hygienischen Zustand? Herr Staatsminister. Ja, natürlich. Und in aller Regel geht Barrierefreiheit ja einher mit generellen Modernisierungsmaßnahmen von Haltepunkten, wo am Ende des Tages man sich auch Gedanken macht, nicht nur über die Frage, wie man barrierefrei in die Bahn kommt, sondern auch beispielsweise, wie Wartehäuschen sind, wie der Zustand von Dächern ist und. Wir haben dort einen großen Sanierungsstau. Wir machen uns Gedanken über ganz viele Punkte. Auf der letzten Verkehrsministerkonferenz haben wir beispielsweise über den Stand der Elektrifizierung geredet. Sie wissen ja, dass die elektrische Eisenbahn jetzt über 100 Jahre alt ist und wir haben jetzt in Deutschland einen Elektrifizierungsgrad der Strecken von 60%. Da können Sie sich ausrechnen, wie viele Jahrzehnte wir noch bräuchten, bis wir einen 100%-Grad hat, wie ihn die Schweiz übrigens hat. Also an dieser Stelle, bei der Bahn ist viel zu tun. Aber nochmal, die Bahn ist ein Bundesunternehmen. Vielen Dank. Dann komme ich zur Frage 941, Herr Kollege Schaus. Ich frage die Landesregierung, unterstützt sie das Vorgehen der landeseigenen Wohnungsgesellschaft Nassauische Heimstätte Wohnstadt unmittelbar nach dem Auslaufen der Sozialbindung ab 1. Januar 2018 die Mieten in ihren Wohnungen in Fulda, Ahleser Straße und Erfurter Straße um den maximal möglichen Betrag von 15% zu erhöhen? Frau Staatsministerin Hinz. Herr Abgeordneter Schaus, zunächst möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die von Ihnen genannte Kappungsgrenze von 15% nur in denjenigen Gebieten gilt, in denen die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist. Diese Gebiete haben wir durch Verordnung des Landes festgelegt. Fulda gehört nicht dazu. Deswegen ist es dort möglich, bis 20% Mieterhöhung zu machen. Dessen ungeachtet orientiert sich die Nassauische Heimstätte auch in Fulda an den genannten 15%, da das Unternehmen sich hausintern auf diese soziale Kappungsgrenze für alle Wohnungen festgelegt hat. Der Aufsichtsrat unterstützt die Nassauische Heimstätte darin. Zum 1. Januar 2018 führte die Nassauische Heimstätte dann nach Ablauf der Bindung bei 126 der in der Fragestellung genannten Wohnungen eine Mieterhöhung durch. Die monatliche Durchschnittsmiete in diesen Wohnungen betrug vorher 3,48 Euro pro Quadratmeter und damit immer noch deutlich unter der Marktmiete in Fulda, die sich aktuell zwischen 5 und 8 Euro pro Quadratmeter bewegt. Insofern bietet die Nassauische Heimstätte
die Wohnungen nach wie vor zu einem sehr günstigen Preis an, der deutlich unter dem liegt, was in vergleichbaren Wohnungen in Fulda zu zahlen ist. Vor diesem Hintergrund ist das Vorgehen der Nassauischen Heimstätte aus Sicht der Landesregierung nicht zu beanstanden. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Schaus. Frau Ministerin, wäre es nicht angebracht, bei der Nassauischen Heimstätte in analoger Weise, wie es auch die ABG in Frankfurt durchführt, lediglich Mietpreiserhöhung von 1% pro Jahr vorzunehmen? Frau Staatsministerin Hinz. Herr Schaus, wir haben das im Aufsichtsrat beraten. Und es ist so, dass die Nassauische Heimstätte als großes landeseigenes Unternehmen, das gemeinsam mit der Stadt Frankfurt im Wesentlichen getragen wird, den größten Wohnungsbestand hat als entsprechende Wohnungsgesellschaft und vor allen Dingen einen Wohnungsbestand, der vor allen Dingen in den 50er und 60er Jahren gebaut wurde und damit einen hohen Modernisierungsrückstand hat. Wenn die Nassauische Heimstätte in der Lage sein soll, auch künftig Modernisierungen, nicht Sanierungen, um die Mieter rauszubekommen, sondern Modernisierungen durchzuführen, braucht sie auch die entsprechenden Eigenmittel dafür. Und aus diesem Grunde haben wir als Aufsichtsrat festgelegt, gemeinsam mit dem Vorstand der Geschäftsführung der Nassauischen Heimstätte, dass auch da, wo eine Kappungsgrenze nicht notwendig ist, diese Kappungsgrenze eingeführt wird und eingehalten wird. Und Sie haben ja gesehen an den Mietpreisen, die ich Ihnen genannt habe, 3,98 € mit 1 bis 4 Euro unter der Marktmiete. Das ist tatsächlich immer noch ein sehr sozialer Preis. Die Mieten bei der Nassauischen Heimstätte, wenn ich es recht im Kopf habe, sind zu 60% im Lande Hessen noch unter 5 Euro und zu 80% unter 6 Euro. Auch von daher sehe ich, dass die Nassauische Heimstätte aus unserer Sicht ein sehr soziales Unternehmen im Hinblick auf die Vermietung von Wohnungen ist. Nächste Frage. Bitte, wer? Frau Feldmayer. Frau Ministerin, Sie haben es eigentlich schon gerade beantwortet. Ich wollte fragen, wie hoch die Durchschnittsmiete der Nassauischen Heimstätte ist. Ja, Frau Ministerin. Naja, also ich habe das, glaube ich, mit der Vorantwort beantwortet und brauche ich mich, glaube ich, nicht wiederholen. Dann nehmen wir das so. Kenntnis. Und ich rufe jetzt auf die Frage 943, Herr Abgeordneter Warnecke. Ich darf die Landesregierung fragen, wie hoch ist der Nettoanteil des Landes Hessen, der sich aus dem behaupteten Gesamtvolumen von 15 Milliarden Euro in den Programmen Schutzschirm, Hessenkasse sowie den beiden Kommunalinvestitionsprogrammen ergibt? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Herr Abgeordneter Warnecke, ich darf mich zunächst einmal sehr herzlich dafür bedanken, dass Sie mir die Gelegenheit geben, noch einmal auf die exorbitanten Anstrengungen des Landes für eine deutliche Verbesserung der Situation der hessischen Kommunen einzugehen. Wenn Sie sich anschauen, der kommunale Schutzschirm, der mit 3,2 Milliarden Euro vollständig aus originären Landesmitteln, ich vermute, dass Sie dieses meinten, was mit Nettoanteil finanziert wird. In der Hessenkasse wissen Sie, dass der Betrag zwischen 5 und 6 Milliarden Euro mit Ausnahme eines zumutbaren Eigenanteils von 25 Euro je Einwohner aus Landesmitteln und aus Bundesmitteln, die für die kommunale Ebene bestimmt sind,
die dann das Land für die Tilgung kommunaler Schulden einsetzt, also für die kommunale Ebene, und aus der Fortführung der erhöhten Gewerbesteuerumlage aus dem Fonds Deutsche Einheit, sodass sich auch die besonders steuerstarken Kommunen mit 60 Millionen jährlich an der Finanzierung der Entschuldung der gesamten hessischen kommunalen Landschaft beteiligen. Das Land steckt seinen eigenen Anteil dort auch mit dazu. Bei den kommunalen Investitionsprogrammen 1 und 2, die ursprünglich reine Bundesprogramme waren, haben wir als Land entsprechend ergänzt. Der kommunale Anteil beträgt 0,8 Milliarden Euro für beide Programme zusammen. Und erstatten Sie mir noch den Hinweis, dass der kommunale Finanzausgleich die 5-Milliarden-Grenze in diesem Jahr überschreiten wird. Da kann man dann wieder streiten. Das sind originäre Landesmittel, die dem KFA zugeführt werden, aber natürlich mit der Zweckbestimmung für die kommunale Familie. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Wallmann. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Minister. Ich hätte noch eine Nachfrage. Das Besondere ist ja auch am Ende die Zuführung von Landesmitteln. Und ich wüsste gerne, wie das die anderen Bundesländer handhaben, ob Sie noch was sagen könnten, ob derartige Entschuldungsprogramme mit Landesmitteln dort eben auch aufgelegt worden sind und ob zum Beispiel die KIPP-Bundesmittel, die ja auch hier in Hessen durch Landesmittel ergänzt worden sind, ob das in anderen Bundesländern ebenfalls erfolgt ist. Danke schön. Herr Finanzminister. Frau Abgeordnete Wallmann, die Hessenkasse ist bisher nach meiner Wahrnehmung ein bundesweit einmaliges Projekt. Das wird auch dadurch bestätigt, dass sich eine Reihe von anderen Bundesländern bei uns erkundigen, wie man dieses Projekt möglicherweise auch adaptieren kann, um es auch in anderen Ländern so zum Einsatz zu bringen. Es gibt kein anderes Bundesland, was die kommunale Ebene vollständig von Kassenkrediten entschuldet. Bei den kommunalen Investitionsprogrammen ist es so, wenn ich das richtig sehe, dass eine Komplementärfinanzierung für die nicht finanzschwachen Kommunen, die wir vorgenommen haben als Land, so bundesweit einmalig ist, dass wir ein eigenes Landesprogramm aufgelegt haben, um jeweils Finanzierung auch für alle Kommunen des jeweiligen Landes zu ermöglichen. Alle anderen Bundesländer haben das nicht oder nur in sehr, sehr geringem Umfange getätigt. Und beim kommunalen Schutzschirm waren wir ebenfalls Vorreiter. Ähnliche Programme gibt es in Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen, wobei Nordrhein-Westfalen seinerzeit seine Kommunen zur Teilnahme verpflichtet hat, während wir das freiwillig gemacht haben. Ich sehe uns also im bundesweiten Vergleich ausgesprochen positiv dastehend. Zusatzfrage, Abgeordneter Warnecke. Herr Staatsminister Dr. Schäfer, sehen Sie angesichts der Verschuldungssituation der Kommunen sowohl im Bereich der Kassenkredite wie auch der längerfristigen Kredite vielleicht nicht eine ganz besondere Notwendigkeit, im reichen Hessenlande etwas zugunsten der Kommunen zu tun, angesichts der Tatsache, dass sie in der Regel im Ranking ganz unten liegen? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Aus dem Umstand, dass wir ein bundesweit einmaliges Entschuldungsprogramm, was die Kassenkredite auf Null bringen wird, aufgelegt haben, können Sie sicher ermessen, dass wir dieser Problemstellung eine extrem hohe Priorität zumessen. Klar ist aber auch, insbesondere auch in den vielen Gesprächen, die meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den betroffenen Kommunen geführt haben, die gerne vorgetragene Geschichte, das sei sozusagen ein flächendeckendes Problem und durch strukturelle Mängel übergeordneter Ebenen verursacht. Das wird jedenfalls der individuellen Betrachtung der jeweiligen Einzelergebnisse nicht gerecht. Wenn Sie sich anschauen, nur mal den Rheingau-Taunus-Kreis mit dem Kreis Fulda vergleichen, dann sind das beides Landkreise mit zum Teil städtischer Struktur, Fulda wahrscheinlich ja noch ein bisschen städtischer als vielleicht Bad Schwalbach, aber jedenfalls der Rheingau-Taunus-Kreis mit Randlagen zum Ballungsraum, aber auch sehr ländlich strukturiert. Und wenn Sie sich die Finanzentschuldungsnotwendigkeit des Rheingau-Taunus-Kreises, glaube ich, bei deutlich über 300 Millionen Euro liegen wird und gleichzeitig den Landkreis Fulda, wo das Wort Kassenkredite noch im Fremdwörterlexikon vorkommt, dann zeigt das, dass jedenfalls die Landschaft in Hessen so heterogen ist, dass es offensichtlich auch etwas damit zu tun haben muss, welche Entscheidungen ganz konkret vor Ort in der Vergangenheit getroffen wurden. Nächste Frage ist die Frage 944. Bitte, wer hat noch jemand? Ja, ich habe noch ein bisschen früher, dann bin ich auch schneller. Macht ja nichts. Sie haben das Wort, Herr Kollege.
Dankeschön. Herr Staatsminister Dr. Schäfer, die Frage, die ich gestellt hatte, wonach es sich um 15 Milliarden insgesamt handeln soll, die das letzte Mal in der Landtagsdebatte eine Rolle spielte, nicht von Ihnen, aber hier im Landtag behauptet, die können Sie aber dementieren. Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Ich habe Ihnen die Frage beantwortet, welche Zusammensetzung die Mittel hat, und die habe ich Ihnen beantwortet. Ich habe nicht die Absicht, Zahlen zu dementieren, die von mir nicht genannt wurden. Aber wenn Sie mal addieren, kommunale Investitionsprogramme, die jährliche Ratierung des KFA, wenn Sie addieren, dass die Hessenkasse auf die Laufzeit am Ende weit über 9 Milliarden betrachten, dann ist dieser Betrag von 15 Milliarden Euro wahrscheinlich eher noch zu gering. Jetzt kommen wir zu Frage 944, Frau Kollegin Alex. Ja, danke schön. Ich frage die Landesregierung, welche Zusagen wurden der Gemeinde Bischofsheim zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit im Jahr 2018 in welcher Form gegeben? Natürlich von der Landesregierung. Herr Innenminister Beuth. Frau Abgeordnete Alex, die Beantwortung der letzten Frage von Herrn Finanzminister Schäfer, Dr. Schäfer, bringt mich auf den Gedanken, dass Sie möglicherweise auch den Erfolg des Programms interkommunale Zusammenarbeit noch einmal vor Augen geführt bekommen wollen. Deswegen will ich das kurz sozusagen vorneweg machen. Wir haben mit der interkommunalen Zusammenarbeit, die wir seit dem Jahre 2000 im Lande Hessen haben, ein wirklich wunderbares Erfolgsprojekt für die Kommunen erreicht, was großer Beliebtheit sich erfreut, insbesondere auf der kommunalen Ebene. Wir geben dort die Möglichkeiten, dass über die Unterstützung aus diesem Programm Synergien in Kommunen, die zusammenarbeiten, geschöpft werden können, dass wir Fachwissen und Ressourcen bündeln. Und das ist am Ende der Grund, warum die Kommunen dort immer wieder auf uns zukommen und mit interessanten Ideen zur Zusammenarbeit dann auch Mittel aus dem Programm interkommunale Zusammenarbeit bei uns abrufen. Wir sind mittlerweile dabei, dass wir, wenn wir das neue Programm seit 2008 betrachten, dass wir dort über 220 Bewilligungen ausgesprochen haben. Insgesamt fast 16 Millionen Euro, 380 hessische Kommunen sind beteiligt. Das finde ich, ist vielleicht ganz gut, das noch einmal vorneweg zu sagen, weil dadurch begründet sich natürlich auch im Einzelnen das Interesse von Kommunen. Nun zur konkreten Frage Bischofsheim. Von Seiten der Gemeinde Bischofsheim liegt meinem Haus kein Antrag auf Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit vor. Mein Haus hat der Gemeinde Bischofsheim auch keine mündliche oder schriftliche Zusage für eine Förderung einer möglichen interkommunalen Zusammenarbeitsmaßnahme gegeben. Im Übrigen sind Zusagen im Vorfeld einer IKZ-Maßnahme auch nicht üblich. Bewilligungen nach dem Förderprogramm für interkommunale Zusammenarbeit werden erst ausgesprochen, wenn die Anerkennungsvoraussetzungen erfüllt sind. Wenn Kommunen beabsichtigen, mit anderen Kommunen enger zusammenzuarbeiten, werden sie, sofern sie es wollen, von der in meinem Haus eingerichteten Stabsstelle, dem Kompetenzzentrum IKZ, auf ihrem Weg begleitet und unterstützt. Das Kompetenzzentrum berät zu allen strategischen und inhaltlichen Fragen und gibt Hilfestellung, auch in Bezug auf die Fördermöglichkeiten und Voraussetzungen. Die Gemeinde Bischofsheim hat sich mit einem möglichen konkreten Vorhaben bisher noch nicht an mein Haus gewandt. Wir freuen uns aber, wenn Sie auf uns zukommen. Zusatzfrage, Frau Kollegin Geis. Vielen Dank für die Informationen, Herr Minister. Wie erklärt sich die Landesregierung dann unter dem Aspekt der also dem Grundsatz der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit, dass im Haushaltsentwurf der Gemeinde Bischofsheim bereits ein Betrag von 15.000 Euro für die interkommunale Zusammenarbeit zwischen Ginsheim, Gustavsburg und Bischofsheim eingestellt ist, und im Haushalt von Ginsheim ist das nicht der Fall? Herr Minister. Frau Abgeordnete, das werden Sie den örtlichen Kämmerer fragen müssen. Allerdings ist es so, wie ich gerade dargestellt habe, dass wir ja durchaus ein großes Interesse daran haben, die Kommunen auch zu unterstützen. Deswegen ist es vielleicht dann im Vorgriff auf erfolgreiche Gespräche erfolgt. Aber wie gesagt, zu der konkreten Frage sollten Sie den Kämmerer vor Ort fragen. Das kann ich Ihnen nicht beantworten.
Die nächste Frage, die Frage 945, Herr Abgeordneter Schaus. Ich frage die Landesregierung, wie steht sie zu der Praxis der Nassauischen Heimstätte Wohnstadt bei langjährigen Mieterinnen und Mietern in Maintal und Bergen-Enkheim in plausiblen gesundheitlichen oder finanziellen Fällen den vorgetragenen Wunsch nach einem Wohnungstausch nicht zu unterstützen, obwohl dies bei anderen Wohnungsbaugesellschaften möglich ist? Frau Staatsministerin Hinz. Herr Abgeordneter Schaus, grundsätzlich ermöglicht es die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt, ihren Mieterinnen und Mietern auf Wunsch eine andere Wohnung im Bestand der Unternehmensgruppe zu beziehen. Generelle Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass eine entsprechende Ersatzwohnung zur Verfügung steht. Es ist jetzt aus der Frage naturgemäß nicht herauszulesen, um wen es sich genau dreht, wäre in der öffentlichen Sitzung wahrscheinlich auch nicht sinnvoll. Wenn Sie nachher direkt auf mich zukommen, dann werde ich den Einzelfall klären lassen, weil es ist grundsätzlich möglich. Und dann sollten wir gucken, dass es, warum es vielleicht im Einzelfall hier noch nicht stattgefunden hat. Zusatzfrage, Herr Schaus. Frau Ministerin, darf ich das so verstehen, dass Sie es für unterstützenswert halten, dass wenn eine ältere Dame, die in einer 3,5-Zimmer-Wohnung, 76 Quadratmeter im dritten Stock wohnt, eine kleinere Wohnung, 2 Zimmer, 49 Quadratmeter im Erdgeschoss dieses Gebäudes erhalten will, diese dann auch erhält und nicht schriftlich von der Nassauischen Heimstätte mitgeteilt bekommt, sie müsse Verständnis haben, denn sie sei ja mit Wohnung versorgt. Frau Ministerin Hinz. Also, ich habe bei meinen Unterlagen, die wir natürlich erfragt haben, genau einen solchen Fall, dass eine Mieterin aus einem dritten OG, nein, aus einem zweiten OG ins Erdgeschoss umziehen konnte. Ich weiß nicht, ob es sich um diesen Fall handelt oder es ein anderer Fall ist. Insofern, es wird grundsätzlich gemacht. Im Einzelfall kann etwas dagegen stehen, aber das müssten wir am konkreten Fall tatsächlich klären. Und deswegen wäre es gut, wenn wir das untereinander klären und nicht mit der NH. Dann komme ich zur Frage 946. Herr Abgeordneter Greilich. Ich frage die Landesregierung, welche Regelungen gelten für hessische Schulen und sind demgemäß von Lehrkräften zu beachten, die ein elektronisches Klassenbuch führen bzw. führen wollen? Herr Staatssekretär Dr. Lösel. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Greilich, die Nutzung elektronischer Klassenbücher kann von Seiten der Hessischen Landesregierung, des Hessischen Kultusministeriums derzeit nicht empfohlen werden. Ein Klassenbuch dient der Dokumentation und Archivierung von wesentlichen Daten einer Klasse oder eines Kurses, wie beispielsweise der Bezeichnung der Klasse oder des Kurses, den Namen und gegebenenfalls klasseninternen Funktionen der unterrichtenden Lehrkräfte unter Nennung der Fächer mit planmäßiger Wochenstundenzahl, den Namen der Schülerinnen und Schüler einschließlich schulischer Funktionen, Angaben über den Klassenelternbeirat, Nachweise zum Unterricht, Vermerke über Schulversäumnisse, entschuldigtes oder unentschuldigtes Fehlen, Verspätungen, besondere Vorkommnisse im Unterricht und so weiter. Der Zugriff auf ein Klassenbuch muss der Schulleitung und allen Lehrkräften jederzeit unbürokratisch möglich sein. Die genannten Inhalte eines Klassenbuchs auf elektronischem Weg zu verarbeiten und zu speichern, sowie die Zugriffe entsprechend zu regeln, ist nach aktuellem Stand mit einem erheblichen technischen und organisatorischen Aufwand hinsichtlich des Datenschutzes verbunden. Bisher ist noch keine Software bekannt, die diese Vorgaben erfüllt. Alle Länder sind von den datenschutzrechtlichen Fragestellungen beim Einsatz von Lern- und digitaler Schulverwaltungssoftware betroffen, weshalb ein Austausch auf KMK-Ebene
auch unter Einbeziehung des Vorsitzenden der Datenschutzkonferenz der Länder erfolgen soll, um mögliche Lösungswege zu erarbeiten, die eine digitale Version eines Klassenbuchs oder Kursheftes perspektivisch ermöglichen könnten. Keine Zusatzfrage? Dann kommen wir zur Frage 907. Herr Kollege Greilich, Sie sind so weit weg von mir. Bitte schön. Tut mir leid, aber ich habe dann schon einmal die Frage, wenn die Vielzahl von Daten, die genannt worden sind, anscheinend nach Einschätzung des Ministeriums nicht verantwortlich erfassbar sind, welche Softwareangebote das Kultusministerium bislang geprüft und für schlecht befunden hat. Herr Staatssekretär. Ganz konkret müsste ich das nachlegen, Herr Abgeordneter. Zur Frage 948, Herr Abgeordneter Warnecke. Bitte? Ja, ihr habt auch ein Knöpfchen da ist zu drücken da, gell? Frau Geis zuerst. Ja, okay, da, Herr Kollege, ich habe erst die Frau Geis noch. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich frage die Landesregierung, welche Förderung durch das Land Hessen steht der Gemeinde Bischofsheim im Rahmen von dem Programm Soziale Stadt für die Jahre 2017 und 2018 zur Verfügung? Frau Staatsministerin Hinz. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, die Gemeinde Bischofsheim, der Gemeinde Bischofsheim stehen noch folgende Fördermittel aus Vorjahresbescheiden des Programms Soziale Stadt zur Verfügung. Programmjahr 2012 41.000 Euro, 2013 11.000 Euro, 2014 rund 2,5 Millionen Euro, 2015 1,6 Millionen Euro, insgesamt 4 228.000 Euro. In den Programmjahren 2016 und 2017 erfolgte keine Bewilligung, da der maximale Förderzeitraum von 10 Jahren bereits im Jahr 2013 erreicht war. Bereits die Bewilligungen in 2014 und 2015 erfolgten zusätzlich, um das geplante Großprojekt abschließend zu finanzieren. Die noch zur Verfügung stehenden Fördermittel wurden in Form von Verpflichtungsermächtigungen bereitgestellt und stehen zum Abruf bei der WIBank bereit. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Geis. Ja, Frau Staatsministerin, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Meine Frage ist, es liegt ja nun dem Ministerium eine Projektskizze vor, in der beschrieben ist, wie das Projekt umgesetzt werden soll. Dieses wurde jetzt von der Gemeindevertretung revidiert sozusagen. Es gibt eine anderslautende Beschlusslage. Gibt es Informationen darüber, was mit diesen Mitteln jetzt geschehen wird? Frau Ministerin Hinz. Also die Mittel stehen noch zur Verfügung. Die Gemeinde Bischofsheim müsste aber relativ rasch ein neues Planungskonzept vorlegen, damit die Mittel dann noch verausgabt werden können, weil die Verlängerung des Bewilligungszeitraums in den Zuwendungsbescheiden nicht noch einmal stattfinden kann, weil sie ja schon sozusagen in 2013 das Ganze endete. Bis 2015 haben Sie noch Mittel bekommen, die bereitstehen, und jetzt müssen Sie dieses Jahr verausgabt werden, sonst verfallen Sie. Zusatzfrage, Frau Kollegin Geis. Wenn Sie sagen, Frau Ministerin, dass verhältnismäßig rasch ein neues Konzept vorgelegt werden müsste, über welchen Zeitraum reden wir, wenn wir über möglichst rasch reden? Frau Staatsministerin Hinz. Naja, ich habe jetzt die Bewilligungsbescheide nicht vor Augen, aber ich gehe davon aus, dass die Gemeinde in diesem Jahr noch auf jeden Fall die Mittel abrufen sollte, damit sie nicht verfallen. Und das müsste eigentlich ja möglich sein, weil es ja Strategieplanungen für soziale Stadt grundsätzlich gibt. Dann komme ich zur nächsten Frage. Das ist die Frage Nummer
948, Abgeordneter Warnecke. Ich darf die Landesregierung fragen, hat sich der Straßenzustand der Landesstraße 3250, die im Bundesland Hessen liegend, zwei Thüringer Gemeinden ebenso verbindet wie einen wichtigen Anschluss an die Bundesautobahn A4 für die nahegelegenen hessischen Orts- und Stadtteile darstellt, endlich so verschlechtert, dass dieser 600 Meter lange Straßenabschnitt im nunmehr 28. Jahr der deutschen Einheit grundhaft saniert werden wird? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, ich könnte mir es jetzt einfach machen und einfach Ja sagen. Aber Moment, Achtung, Sie haben gesagt, ob sich der Zustand endlich so verschlechtert hat. Und das finde ich natürlich jetzt nicht so schön. Deswegen doch etwas weiter ausführend. Ich hatte am 18. Januar auf Ihre letzte Frage, 18. Januar 2017, auf Ihre letzte Frage zur L3250 gesagt, dass wir im Rahmen der Streckenkontrolle Hessen Mobil natürlich regelmäßig die Fahrbahn kontrolliert, dass auch unverzüglich reagiert wird, wenn im Rahmen dieser Kontrolle deutliche Verschlechterungen von bislang nicht in der Sanierungsoffensive berücksichtigten Landesstraßen sichtbar werden. Der Zustand der L3250 ist, wie Sie schon vermutet haben, nicht besser geworden, sondern hat sich verschlechtert. Und jetzt Achtung, Herr Warnecke, gleichzeitig gehen wir davon aus, dass der Landtag morgen die Erhöhung der Mittel für den Landesstraßenbau auf 110 Millionen in 2018 und 120 Millionen in 2019 beschließen wird. Und dann werden wir die L3250, die 600 Meter, die in Hessen liegen, sanieren. Das ist für die zweite Jahreshälfte 2018 geplant. Die Bauzeit wird voraussichtlich 8 Wochen sein, muss unter Vollsperrung erfolgen. Allerdings, das ist die kleine Einschränkung, wegen notwendiger Umleitungsmaßnahmen ist der effektive Baubeginn von der Fertigstellung der L3248 nach Richelsdorf abhängig. Derzeit gehen wir davon aus, dass diese im Juni 2018 fertiggestellt sein wird. Und ich bin da mal gespannt, ob Sie morgen dem Haushalt zustimmen. Vielen Dank. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Warnecke. Herr Staatsminister, ich darf Sie fragen, nachdem dann die Straße saniert ist, haben Sie aber keine Überlegungen mehr, dieses schöne Stück Hessen an Thüringen abzugeben? Herr Staatsminister Al-Wazir. Ich bin weiterhin der Auffassung, dass eine Straße, die sozusagen von Thüringen nach Thüringen führt, von Berka nach Gerstungen und wo aufgrund der Zeitläufe der Geschichte 600 Meter durch Hessen laufen, dass es eigentlich wahrscheinlich klüger wäre, wenn diese Straße komplett in einem Bundesland wäre. Das ist sowohl was Sanierungen angeht, aber auch Winterdienst und Ähnliches, wäre das wahrscheinlich einfacher. Ich hatte aber, wenn ich mich recht erinnere, Ihnen beim letzten Mal gesagt, dass die Thüringer die Straße wahrscheinlich nicht nehmen, bevor wir sie sanieren. Wenn wir sie dann saniert haben, könnte man noch einmal auf Thüringen zugehen und müsste natürlich auch sehen, ob im Gegenzug andere Probleme ebenfalls lösbar sind. Und noch eine Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Warnecke. Herr Staatsminister Al-Wazir, habe ich Sie vorhin richtig verstanden, dass Sie alle Parlamentarier aufrufen, auch den Änderungsanträgen der Sozialdemokratie, die noch mehr Geld für die Landesstraßen vorsieht, zuzustimmen? Herr Staatsminister. Das haben Sie falsch verstanden, weil auch Änderungsanträge nützen nichts, wenn am Ende dem Haushalt nicht zugestimmt wird, Herr Warnecke. Meine Damen und Herren, wir machen noch eine von Frau Kollegin Özgüven, 949. Sie haben das Wort. Ich frage die Landesregierung, wie ist der aktuelle Sachstand hinsichtlich der Planungen für den Bau eines Ambulanz- und Diagnostikzentrums als sogenannter Gesundheitscampus auf den Lahnbergen in Marburg? Herr Minister Rhein. Ja, verehrte Frau Abgeordnete Özgüven, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum aktuellen Sachstand lässt sich nach Mitteilung der Geschäftsführung
von UKGM Folgendes sagen. Nachdem erneute Beratungen im Aufsichtsrat der Rhön-Klinik bzw. von Rhön-Klinikum AG und auch beim Universitätsklinikum in Gießen-Marburg stattgefunden haben, haben sich beide Gremien der Auffassung der Geschäftsführung von UKGM GmbH angeschlossen. Und diese Auffassung lautet, dass im Rahmen des Projektes Gesundheitscampus Marburg folgende Maßnahmenmodule zeitnah umgesetzt werden wollen. Das ist das Modul Neubau und Modernisierung der Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie der Klinik für Erwachsenenpsychiatrie, und zwar wie bisher geplant am Campus Ortenberg. Das ist das Modul Modernisierung im ersten Bauabschnitt des Klinikums auf den Lahnbergen mit einer umfassenden Modernisierung der Intensivstationen 1 bis 5 und des Zentral-OP A wie geplant. Und das ist das Modul Erweiterung der Parkraumkapazitäten, wie geplant auf dem Campus Lahnberge. Die Geschäftsführung von UKGM teilt mit, dass auf Grundlage einer Flächennutzungsanalyse, die neu aufgelegt worden ist, und zwar der im Klinikum auf den Lahnbergen vorhandenen Polyklinikflächen, insbesondere im erst 2011 neu gebauten dritten Bauabschnitt, entschieden worden ist, dass das Modul Bau eines neuen Ambulanz- und Diagnostikzentrums, und das ist das, was Sie meinen, zur Aufnahme der bestehenden Hochschulambulanzen nicht umgesetzt werden wird. Damit können wir die Fragestunde für heute beenden.